Für dieses Video habe ich 10 weitere von vielen heißgeliebte Franchises ausgewählt, von denen wir lange nichts mehr gehört haben. Wenn ihr das erste Video dieser Reihe noch nicht kennt, schaut es euch am besten auch an. Denkt daran, dass auch ich nicht in die Zukunft sehen kann. Vielleicht wird einer der gelisteten Titel bald wiederbelebt. Der ein oder andere Spieler würde sich sicher freuen. Oder trauern, wenn es in ähnlicher Form geschieht, wie zuletzt mit dem Mobile Game Command & Conquer Rivals. Was? Warum ist Metal Gear in dieser Liste? Da ist doch gerade erst ein Spiel rausgekommen. Ja, Metal Gear Survive. Hier zitiere ich einfach mal den anerkannten Spieletester, Professor Dr. Dunkey. Even if this game turned out great, fans would hate it, but it didn't turn out great. It's not even mediocre. This game is ultra mega ass. Das Spiel gilt als monotoner Arcade-Überlebenskampf mit dreisten Mikrotransaktionen. Natürlich hat der endlose Grind auch seine Fans und das Spiel auch ein paar Qualitäten, wie die von Metal Gear 5 übernommene Engine. Doch echte Metal Gear Solid-Fans haben das Zombie-Spiel nicht als Teil der von Hideo Kojima geprägten Schleichserie akzeptiert. Die Konami-Reihe fand bereits 1987 mit dem 2D-Titel Metal Gear ihren Anfang. Es folgten zahlreiche immer aufwendigere Spiele für die PlayStation-Konsolen, Xbox, den PC wie auch mobile Plattformen. Mit dem Weggang Kojimas von Konami ist allerdings nicht damit zu rechnen, dass wir je wieder ein Metal Gear Spiel, wie wir es gewohnt sind, erleben werden. Das auf Werken von H.P. Lovecraft basierende Alone in the Dark erschien im Jahr 1992 auf dem PC und gilt als das erste 3D-Survival-Horrorspiel überhaupt. 1993 folgte Teil 2 auf dem PC und der PlayStation, sowie direkt 1994 der dritte Teil. Nach langer Pause ging es 2001 mit The New Nightmare weiter, das bereits auf 4 Plattformen veröffentlicht wurde. Dem Spiel merkte man bereits deutlich den Einfluss von Resident Evil an. 2008 erschien ein Reboot mit dem ursprünglichen Namen Alone in the Dark. Die neuere PS3-Version erhielt recht gute Wertungen. Die Xbox 360, PC, PS2 und Wii-Fassungen schnitten jedoch unterdurchschnittlich ab. 2015 versuchte es Atari ein weiteres Mal mit der Marke und veröffentlichte Alone in the Dark Illumination für den PC. Das Spiel war jedoch ein komplettes Desaster und wurde sehr negativ bewertet und laut Steam-Charts lag die höchste Anzahl der gleichzeitigen Online-Spieler bei 36. Crysis ist ein Name, der mit Grafikinnovation und Leistungshunger gleichgesetzt wird. Lange Zeit wurde bei jedem neuen System die Frage gestellt, ob es denn auch Crysis zum Laufen bringen kann. Denn das von dem deutschen Entwickler Crytek 2007 veröffentlichte Spiel war seiner Zeit voraus und konnte mit hohen Grafikeinstellungen auch Jahre später noch so manchen High-End-Rechner auslasten. Den ersten Teil gab es erstmal nur für den PC. Erst 2011 durften dann noch Besitzer der PS3 und Xbox 360 ran. Im gleichen Jahr erschien dann auch der zweite Teil für alle drei Plattformen. Auch dieses Spiel glänzte vor allem mit seiner Grafik, wenngleich es nicht den gleichen Fußabdruck wie Teil 1 hinterließ. Die Konsolenversionen schnitten bei der Presse allerdings ein gutes Stück besser ab als Teil 1. Es folgte ein dritter Teil im Jahr 2013, der wieder mal sehr gut aussah, gameplay-technisch allerdings nichts Neues brachte und etwas schlechtere Wertungen als die vorherigen Teile erhielt. Aktuell werkelt Crytek an Multiplayer-Spielen wie Warface sowie Hunt Showdown und vermarktet ihre eigene Grafik-Engine an andere Entwickler. Achieved with CryEngine. Eine weitere Spieleserie aus deutscher Produktion ist Gothic von Piranha Bytes. Der Titel konnte im Jahr 2001 grafisch keine Meilensteine setzen, eher war die tolle Atmosphäre und Entscheidungsfreiheit des Rollenspiels hervorstechende Merkmale. So erschien nach dem erfolgreichen ersten Teil samt Add-on bereits ein Jahr später Teil 2, der ebenfalls gute Kritiken erhielt. Auch Gothic 3 aus dem Jahr 2006 war ein gutes Spiel, litt jedoch stark unter zahlreichen Bugs, die letztlich erst von Fans per Mod ausgemerzt wurden. Danach trennten sich die Wege von Piranha Bytes und dem Publisher sowie Rechteinhaber Joe Wood, sodass Arcadia Gothic 4 von einem anderen Entwickler kam und kaum noch etwas mit den ursprünglichen Spielen zu tun hatte.
Piranha Bytes arbeitete derweil an den Gothic-ähnlichen Risen-Spielen und zuletzt an der neuen Marke Elex, wovon ein Nachfolger wohl recht wahrscheinlich ist. You will have the blood you hunger for. Die Legacy of Kain-Reihe startete 1996 mit Blood Omen Legacy of Kain, in der man die Rolle des rachsüchtigen Vampirs Kain übernahm. 1999 folgte Legacy of Kain's Soul Reaver, der euch in die Haut von Raziel schlüpfen ließ, dem Kain aus Neid seine Flügelknochen entriss und ihn in den Seelenstrudel warf. Doch Raziel wird von einem Gott gerettet und begibt sich auf einen Rachefeldzug. Die Fortsetzung des gelungenen Spiels folgte 2001 mit Soul Reaver 2. Die ersten Teile wurden vor allem für ihr Setting und die Story gelobt. In Blood Omen 2 aus dem Jahr 2002 ging es mit Kain weiter. Das Spiel erhielt allerdings nicht ganz so gute Wertungen wie die Vorgänger. Es folgte noch Legacy of Kain Defiance im Jahr 2003, in dem beide Charaktere spielbar waren und von vielen Fans der Serie als sehr gut empfunden wurde. Mit Legacy of Kain Dead Sun befand sich noch ein Spiel in der Entwicklung, welches aber wegen schlechter finanzieller Prognosen gestoppt wurde. Der Multiplayer-Part des Spiels ging 2015 als Nosgoth in die Open Beta, wurde aber ein Jahr später ebenfalls eingestellt. Die Konami Survival-Horror-Serie Silent Hill erschien 1999 auf der PlayStation und war ein Überraschungshit von dem zusammengewürfelten Entwicklerteam Silent. 2 Jahre später folgte die düstere Fortsetzung auf der PlayStation 2 und verkaufte sich ebenfalls sehr gut, sodass immer weitere Teile entwickelt wurden. Teil 3 und 4 erschienen ebenfalls auf der PS2, gelten aber als nicht ganz so gut wie der herausragende zweite Teil. Danach übergab Konami das Spiel an andere Entwickler. Origins aus dem Jahr 2007 verkaufte sich bereits nicht so gut wie die Vorgänger. Abwärts ging es dann 2008 mit Silent Hill Homecoming auf der PS3 und Xbox 360, welches mit vielen bisherigen Silent Hill-Tugenden brach. Downpour aus dem Jahr 2009 machte nur wenig besser. Es folgte die vermeintliche Wiederauferstehung der Serie mit dem von Hideo Kojima produzierten P.T. Ein herausragender, spielbarer Teaser für ein neues Silent Hill-Spiel. Doch nach dem Zerwürfnis von Kojima und Konami wurde die Entwicklung eingestellt. Er und Teile seines ehemaligen Konami-Teams arbeiten derzeit an Death Stranding. Das Star Wars-Franchise ist ganz sicher nicht tot. Ganz anders sieht es aber mit dem Rollenspiel-Ableger Knights of the Old Republic von LucasArts und BioWare aus. Sowohl die PC- als auch die Xbox-Version des 2003 erschienenen Spiels erhielt Bestnoten von Presse und Spielern. Eine Besonderheit des Spiels war der Einfluss, den Spieler mit ihren Aktionen auf die Entwicklung ihrer eigenen Figur und die gesamte Handlung hatten. Doch auch viele taktische Möglichkeiten im Kampf machten das Spiel aus. Der zweite Teil, The Sith Lords, erschien bereits ein Jahr später und konnte ebenfalls überzeugen, wirkte aber etwas unfertig. Der dritte Teil wurde zugunsten anderer Projekte gestoppt. Stattdessen erschien 2011 ein MMORPG unter dem Titel The Old Republic. Wie neuere Knights of the Old Republic Spiele hätten aussehen können, kann man nur erahnen, wenn man die neueren Mass Effect Spiele von BioWare ansieht. Im Jahr 1990 erschien das Weltraumkampfspiel Wing Commander, das nicht nur technisch überzeugte, sondern besonders mit seinen vielen Videosequenzen einen filmischen Eindruck erzeugte. Die Sprünge, die die Grafik in der Zeit gemacht hat, lässt sich an den Spielen toll nachvollziehen. Wing Commander 2 sah schon etwas besser aus, aber besonders Teil 3 mit seiner realistisch anmutenden Grafik und Filmsequenzen mit echten Schauspielern verstärkten den Hollywood-Charakter. Die Qualität verbesserte sich nochmal mit Teil 4 im Jahr 1996 und besonders sichtbar 1997 mit Wing Commander Prophecy, welches 3D-Beschleunigerkarten unterstützte. Statt der sonst verwendeten Katzen-Aliens kamen hier neue Invasoren zum Einsatz. Das Wing Commander-Franchise wurde 2007 noch einmal kurz mit dem Xbox Live-Game Wing Commander Arena wiederbelebt. Das wurde von vielen aber eher als Beleidigung der Marke empfunden. Dino Crisis startete 1999 auf der PlayStation
und wurde von vielen als Resident Evil mit Dinosauriern empfunden. Allerdings setzte man bereits auf echte 3D-Umgebung statt vorgerenderte Hintergründe und auch das Inventar wurde besser gelöst. Dem Survival-Horror-Spiel folgte nach dem großen Erfolg bereits ein Jahr später Teil 2, der mit vielen Waffen und lineareren Leveln den Fokus deutlich stärker auf die Action legte. Das Spin-off-Spiel Dino Stalker war danach ein Lightgun-Shooter, der abgesehen von den Dinos nicht mehr viel mit den vorigen Teilen zu tun hatte. Der dritte Hauptteil der Serie, die bisher auf der PlayStation und Dreamcast ihr Zuhause hatte, erschien 2003 exklusiv für die Xbox und war leider kein besonders gutes Spiel. Danach traute sich Capcom bisher nicht, es nochmal mit einem neuen Dino Crisis-Spiel zu versuchen. Max Payne wurde von dem finnischen Studio Remedy Entertainment entwickelt und erschien im Sommer 2011 zuerst für den PC. Ein halbes Jahr später brachte Rockstar das Spiel auf der PlayStation 2 und Xbox raus. Max Payne überzeugte mit seiner schönen Grafik, fesselnder Story und der Bullet Time, durch die man filmisch und stilvoll in Zeitlupe Gegner ausschalten konnte. Nach dem großen Erfolg erschien bereits Ende 2003 der zweite Teil, der die Story um den namensgebenden Protagonisten weiterführte. The Fall of Max Payne erhielt fast ebenso gute Wertungen wie Teil 1, nur die PS2-Version schwächelte etwas. Erst 2012 sollte der dritte Teil erscheinen. Diesmal nicht nur von Rockstar veröffentlicht, sondern auch entwickelt. Von dem düsteren Licht- und Schattencharme der Vorgänger war nicht mehr viel übrig. Dennoch war Max Payne 3 ein solides Third-Person-Action-Game für die PS3, Xbox 360 und den PC. Ein vierter Teil ist momentan nicht in Sicht, da sich Rockstar eher auf Service-Games mit profitablen Online-Welten wie GTA und das neue Red Dead Redemption 2 konzentriert. Yeah, he's a great horse, aside from when the devil's got him. Das waren 10 weitere Spieleserien, von denen wir in naher Zukunft vermutlich nichts mehr hören werden. Welches Franchise vermisst ihr? Welche Serie verdient eine Fortsetzung oder ein Reboot? Schreibt mir eure Meinung gern in die Kommentare. Wenn euch solche Videos gefallen, abonniert einfach den Kanal, gebt einen Daumen nach oben und teilt das Video mit allen Leuten, die ihr kennt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!